Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur allerersten Folge Ark Eternal Gaia. Und ich muss mich da erstmal konzentrieren, was ich da überhaupt sagen muss. Und ich bin mega gehypt, hier zu sein. Ich bin mega gehypt, hier zu sein. Und ich habe jedes Mal, bevor ich eine neue Season anfange, sitze ich hier auf dem Stuhl rum zu wackeln und rum zu zappeln. Und ich kann gar nicht richtig mir überlegen, was ich überhaupt sagen will und so. Ich bin so aufgeregt immer. Ich weiß nicht warum. Immer bei der ersten Folge ist es extrem. Und ich hoffe, ihr freut euch hier zu sein und ich hoffe, ihr freut euch auf die neue Season. Ich freue mich mega drauf. Also, das wird, ich glaube, das wird mega, mega nice. Ich habe ein kleines Modpack zusammengestellt, wofür ich noch keine Modliste habe. Das sage ich jetzt mal vorneweg, das muss ich noch machen, weil wahrscheinlich kommt da noch ein bisschen was dazu und da kommt noch ein bisschen was weg. Also, die kommt ein bisschen später. Aber die Hauptmod ist Eternal. Eternal habe ich im Stream ja ein bisschen gespielt, zum Glück wieder. Also, habe ich da schon wieder so ein bisschen die Kniffer raus. Aber was wir noch gar nicht gespielt haben, was ich noch nie gespielt habe, ist Gaia. Und ich habe Gaia mal angetestet. Ich habe das hier auf dem Server gemacht und habe mal die Dinos ausprobiert und die Dinos waren komplette Grütze. Die haben 100 Schaden gemacht und die Eternal Dinos halt irgendwas mit 10.000 so. Und ich habe die Gaia-Dinos so weit so angepasst, dass die in etwa so viel Schaden machen werden wie die Eternal Dinos am Ende. Von daher ist das mega nice, dass man das überhaupt anpassen konnte. Ich wusste das nicht. Ich habe auf die Seite von Gaia geguckt und Gaia hat selber geschrieben so, hier Leute, ihr könnt anpassen die Dinos, wie ihr wollt und wie stark die sein müssen. Und ich habe halt die ganze Zeit ein bisschen rumgetestet, dass das so halbwegs hinhaut. Und jetzt sind wir hier und können Gaia mit Eternal spielen und das macht Sinn. Und vorher hat das keinen Sinn gemacht, weil einfach die Gaia-Dinos totale Kacke gewesen wären. So, ich habe noch ein paar mehr Mods drauf gemacht. Ich kann das gar nicht mal eben so zeigen, weil ich halt noch nicht das Level bin, um die ganzen Sachen zu zeigen. Aber hey, die will ich gleich mal lernen. Das müssen wir auf jeden Fall auch lernen. Und ich glaube, wir haben sogar einen Anchor locker drauf. Und den habe ich diesmal sogar so eingestellt, dass er nur die Sachen lernt, die wir lernen können. Das ist ja auch eine schöne Sache, nicht wahr? Und dieser ganze Kram hier ist, glaube ich, von Arc Futurism. Das ist die neue Arc Futurism Mod. Es gab eine alte, die habe ich schon mal da gespielt, also bei Extinction Core oder sowas. Und das hier ist auf jeden Fall die neue. Und da ist wohl mega viel dazu gekommen und ich habe keinen Plan. Und ich will damit auf jeden Fall bauen. Da bin ich auch schon mega gehypt. Da bin ich richtig, richtig gehypt, damit zu bauen. Und dann habe ich noch, ach, ich weiß gar nicht, was ich da alles drauf habe. Ich kann es euch so nicht sagen. Ihr werdet das so im Laufe des Let's Plays sehen. Oder wenn die Modliste draus ist. Es wird cool. Es wird cool. Wir haben auch Spawnable Islands, so irgendwie sowas heißt das. Da kann man sich so eine fliegende Insel in die Luft spawnen. Und dann kann man da drauf bauen. Und das will ich auch auf jeden Fall machen. Also da will ich meine Base drauf bauen. Aber das dauert also ein bisschen. Erstmal müssen wir irgendwie hier starten und vielleicht mal ein bisschen. Sind ja nicht aggressiv, wie war es auch noch? Ich glaube nicht, ne? Nein, die sind nicht aggressiv. Okay, haben wir nochmal Glück gehabt. Sonst hätten wir jetzt schon wieder auf die Fresse bekommen. Ich freu mich richtig. Dieser Start von Ark ist einfach immer wieder was Nices. So. Hier, uns fehlt Stein, wusste ich doch. Da. Gib mir die Steine her. So. Kann halt auch sein, dass ich noch ein bisschen Sachen umstellen muss und sowas. Ich habe schon echt viel getestet. Ich sitze jetzt die letzten 3 Tage, saß ich wirklich jeden Tag durchgehend bestimmt 2, 3 Stunden an dem Server dran, um den einzustellen. Und jetzt bin ich echt zufrieden mit dem Ergebnis und ich bin richtig froh jetzt, dass es endlich losgehen kann. Deshalb, das war wirklich viel Arbeit. Und wenn euch das hier gefällt, wenn ihr euch auch darauf freut, dann lasst gerne ein Like da. Würde ich mich richtig drüber freuen, wenn ihr das machen würdet. Und ich überlege gerade, wie wir das am besten starten hier. Ich glaube, warum haue ich eigentlich immer noch mit der Faust da dran? Nein, nein! Oh nein, das wollte ich doch nicht! Ich wollte das wirklich nicht! Bitte lass mich Ruhe, bitte, 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 bitte. Wir werden gleich wieder geknechtet und wir sind gerade erst hier. Wieso läufst du auch an den Baum? Was soll. Ich überlege, ob wir uns einfach umbringen lassen oder folgt. Ah! Du bist ja wieder lieb. Na? Ah, jetzt hau ich dich nicht. Was willst du davon? Junge, das war so knapp. Ich dachte schon, was geht jetzt wieder ab? Warum hast du. Ah, wir brauchen Feuerstein. Stimmt, da war was. So, rennen wir mal ein bisschen dahin. Und das ist so ungewohnt, so langsam zu sein und so wenig Ausdauer zu haben und alles. Alles wird hoffentlich schnell wieder gut sein. Und wir kriegen ordentlich Metall. Das ist auch schon viel wert. Was bist du? Ah, du bist ein Megalosaurus. Warum liegst du hier so rum? Ist das eine von Gaia oder ist das eine von Eternal? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich allgemein mit den Gaia-Dinos kaum aus. Also ich habe halt echt nur ein paar getestet. Oh, ich wüsste. Schlafen die weiter, wenn man näher rangeht oder wachen die auf? Ich weiß das tatsächlich gar nicht. Dämonik, Megalosaurus. Das klingt sehr nach Gaia. Das habe ich nämlich bei Eternal noch nie gehört. Ach du Scheiße, Alter. Wir werden so viele neue Sachen erleben und finden. So, erstmal
Fackel, nein, das wollte ich nicht. Erstmal irgendwie mal locker. Wir gönnen uns jetzt mal. Ah, den habe ich schon gelernt. Wow, ich bin Genie. Hier. Und direkt mal Punkte verteilen in Gewicht und Ausdauer auf jeden Fall auch. Resistenz auch ein bisschen hier. Ausdauer und Leben. Dass wir auch ein bisschen wegrennen können und überleben können, hoffentlich. Da fließen meine Engrammpunkte nur so. Haben wir jetzt schon eine Axt? Ja, haben wir. Und Speer auch. Gibt's hier irgendwie coole Speere? Ich hab echt, ich hab keinen Plan mehr. Das ist so schlimm. Wie kann man so schnell so viel vergessen? Aber das schafft, glaube ich, nur ich. Hier, Axt, Speer. Okay, wie viel du lernst. Okay, jetzt müssen wir irgendwie Dodo oder sowas verprügeln, weil wir müssen mal ein bisschen hier Leder ranholen, dass wir uns eine coole Stoffrüstung machen können oder so. Aber wir können auch. Ah ne, wir können nicht bolern. Ich wollte gerade sagen, wir können den bolern und den verprügeln. Aber wir haben kein Leder. Schade. Ich bin so richtig glücklich, gerade hier rumzulaufen. Das ist so richtig schlimm. Warum kann ich mich über sowas so freuen? Und da sind auch andere Trikes. Wow. Okay. Ich bin froh, dass sie jetzt spawnen, weil ich habe vorhin noch einen Dino-Wipe gemacht und ich dachte, also jetzt startest du die Season und hier sind einfach gar keine Dinos, weil hier ist einfach vorhin die ganze Zeit nichts gewesen. Aber jetzt spawnen die Sachen zum Glück alle. Aber ich meine, dass hier zumindest vorhin Doros waren. Schade. Wo sind die hin? Hallo? Ah, ihr seid Steine. Ich dachte, ihr seid irgendwas Totes. Lass mich hier drauf. Okay. Das hat richtig gut. Oh, hier ist ein Dillo. Dillo schaffen wir, oder? Warte, ich crafte erstmal Speere. So wie ich mich kenne, ist das wieder Level 600 Dillo. Oh ja, Max Level 600. Das habe ich noch nicht gesagt. Das wollte ich noch mal eben sagen. Und so wie ich mich kenne, ist das auch Max Level. Zwei Narcotics brauchen wir für ein Poison Spear von Gaia. Dafür müssen wir erstmal Mörser machen und so. Dafür brauchen wir wieder Leder, also ist das alles ein Teufelskreis. So. Dillo, wir haben einen Kampf. Du und ich. Und Headshot. Und Headshot. Und Headshot. Und du bist doch nicht mal ansatzweise down, oder? Warum bist du so? Welches Level war der? Ich hab's nicht gesehen. 6! Alter! Das kann nicht sein! Das, Leute, ihr habt das gesehen! Ihr habt das gesehen! Ihr habt das jetzt gerade gesehen. Das kann nicht sein. Ich habe den nicht vorher angeguckt oder sowas. Ich habe ihn nicht angeguckt. Ich krieg gerade Gänsehaut, weil das so. Das ist so dumm. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Wie viel Unglück kann ein Mensch im Leben haben? Wie viel? Ich hasse dich so sehr, ne? Ich hasse dich so sehr, Dillo, Alter. Du bist nicht mal blutig, oder? Du bist echt nicht mal blutig, oh mein Gott. Ah, das kann einfach nicht sein, dass der erste Dude, den ich finde. Warum ist das nicht ein Level 20er? Warum? So, wir craften Speere und suchen uns einen anderen Gegner, weil der Dillo ist anscheinend unser Endboss. Das kann. Jetzt mal ehrlich, Leute, das ist eine Wahrscheinlichkeit. Ah, ja, ist gut. Ich bin am Craften, du wirst mich leider töten. Ah, nein, ich bin nicht ausgewichen! Nein, auf! Oh Mann. Einfach Level 600. Oh, ja, gut. So, wir spawnen wieder da. Ich will meine Speere zurück und ich werde dafür kämpfen. Hier ist natürlich ein Dodo, ne? Warum hat er sich nicht vorher gezeigt? Das ist sehr schade. So, dann gehen wir mal zurück, holen uns unsere Speere wieder, obwohl das lohnt sich eigentlich fast gar nicht. Was bist du? Divine Trike Level 360, okay. Ja. Das wäre echt ein guter Tame sogar. Das wäre ein richtig guter Tame, glaube ich. Wo bin ich gestorben? Da hinten. Zum Glück habe ich das angemacht oder angeschaltet, dass man findet, wo sein Körper ist. Weil eigentlich habe ich das auf dem Server nicht an, weil ich sowieso meistens Death-Recovery drauf habe und meine Sachen sowieso wieder bekomme. Aber jetzt war das anscheinend mal echt eine gute Idee, das anzuschalten. Und jetzt gehen wir da hinten hin und verprügeln den Dodo. Und jetzt ist der Dodo auch Level 600, dann drehe ich durch. Wenn das wirklich so ist, ne, dann ist Let's Play wieder Ende. Dann mach ich so Aufnahme aus, dann war es das für heute. Aber das kann nicht sein. Das kann echt nicht sein. So, Dodo, zeig mir dein Level. 220, ja komm. 220 geht klar. Das ist zwar ein bisschen auf die rumpeigen. Aber das lohnt sich. Hoffentlich. Nein, ihr Dodos da hinten rennt nicht weg. Okay. 74 halt, das ist gut. Wir können uns auch erstmal. Oh, 400, das ist ein bisschen hoch. Wie sieht's bei dir aus, Brudi? 500 Axt!
50 natürlich. So, Dodo guckt mich an. Headshot. So, und jetzt kriegst du so noch ein paar. Da, da. Nein! Jetzt zum Beispiel auch noch gebrochen. Gib mir meine andere Speere wieder. Okay, gib's mir nicht. So. Was ist das für ein chaotischer Start schon wieder? So was kann halt echt nur mir passieren. Aber ich glaub wirklich, es wird alles noch sehr gut. Ich glaube, diese ganzen Gaia-Dinos, das wird mega krass noch. Und die ganzen Bosse, die es da gibt und was weiß ich nicht alles. So, Leder haben wir jetzt genug am Start. Ich würde sagen, dass ich jetzt erstmal einen Cut mache und mir vielleicht irgendwie ein paar Holzfoundations irgendwie da oben drauf baue, da wo es halbwegs sicher ist. Und vielleicht eine Werkbank und sowas, dass wir vielleicht noch irgendwas gezähmt bekommen. Vielleicht sowas hier. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal. Also ich baue schon mal ein bisschen was und dann komme ich gleich wieder. Leute, wir sind zurück und wir haben Fortschritte gemacht, okay? Wir sind hier richtig revolutionär. Wir haben einfach zwei Öfen und zwei Mörser. Was soll da noch schief gehen, Alter? Wir sind gerüstet. So. Aber, was wir noch machen müssen, ist ein Smithy. Und ich glaube, wir können das fast so pullen. Ja, können wir. Easy peasy. Weil wir hier schon Metall drin haben. Aber nicht so super viel. 11 und 6. Okay, wir sind reich. So, und dann packen wir das mal hier irgendwo hin. Und ich habe mich jetzt einfach hier hochgebaut. Und nicht da, weil da war mir das zu anstrengend, weil ich fast auf dem Weg dahin schon ertrunken bin, weil ich keine Stamina mehr hatte. Und okay, wir bleiben einfach hier, dachte ich. So. Und jetzt können wir hoffentlich uns schon mal Metallwerkzeuge machen. Das wäre schon mal ein Träumchen. Und ich würde richtig gerne da oben hingehen. Da, ich weiß nicht so. Also da bei der Brücke da. Weil da ist Kristall. Ich weiß, dass da Kristall ist. Und wir brauchen Kristall für ein Super Spyglass. Und das wäre mega nützlich, weil da wissen wir, wie viel Tropa der ganze Kram hier hat. Und wie viel wir machen. Weil ich habe da keinen Plan von, wie viel die. Hä? Oh, nee, wir haben fast kein Leder mehr. Wir sind so arm. Wir haben echt kein Leder mehr. Oh nein, wir haben nur eine Spitzhacke. Oh, wir sind so arm. Aber hier war irgendwo ein Dodo. Und Dill. Wollen wir nochmal mit dem Dillo uns anlegen? Wetten, das ist hier der 600er. Oh, wir können uns so ein Poison-Speer-Dings machen. Wartet, 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 wartet. Das machen wir jetzt erstmal. Nämlich können wir einen Spoiler machen. Gaia-Spoiler, hier. Zack. Stellen uns den auf. Wir müssen gleich was trinken, weil wir sonst verdursten. Oh Junge, ist ja groß. Das ist ja ein Riesenspoiler. Das sieht doch mega nice aus. Okay. Packen wir ein bisschen Fleisch rein. Und der spoilt gar nicht mal so super schnell, aber es geht schon. Wir kommen damit klar. So, weiter so. Gib mir das Fleisch. So. Dann packen wir es hier rein, machen schnell. Wir brauchen ja nur zwei Narkosemittel oder was war das? Hier. Wir machen sogar 9. Also, Leute, wir haben es einfach. Ich merke schon, das wird ein guter Start. Außer, dass wir echt die ganze Zeit am Verdursten sind. So. Und jetzt Speer da. Holz. Pull. Poisonspear. Wir sind gewaffnet. Wir machen einfach noch einen. Und noch einen. Können wir noch einen machen? Oder können wir nicht noch einen machen? Doch, wir können noch einen machen. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob die brechen. Aber werden wir sehen. Ah, die stacken. Okay, also werden die wahrscheinlich brechen. Yeah. Die sehen ja richtig schnieke aus. So, jetzt trinken wir erstmal fix was. Aua. Fallschaden auf Doom von so einem kleinen Ding. Oh, da muss ich mich auch wieder dran gewöhnen. Pugnacia hat nämlich irgendwie nur 33% Fallschaden, also richtig, richtig reduziert. Das wird auch wieder eine heftige Umgewöhnung. So, hä? Wo ist der Dido hin? Ah, da. Will ich die überhaupt werfen? Die sind zu teuer. Die sind zu teuer. Wir werfen die nicht. 380, ihr wollt mich doch. Ah, die werden langsam. Mal, oder? Willst du nicht mal ausgenockt werden? Das ist mein super Poison-Pike-Dings. Bitte? Willst du mich verarschen? Was? Oh Mann, was sieht der denn aus? Das ist nur ein Dillo. Ich dachte, wir können richtig miese Sachen irgendwie ausnocken damit oder so. Wir können immer ein Dillo damit ausnocken. Okay, schade. Wenn der jetzt auch noch bricht, bin ich ein bisschen gearscht, muss ich ehrlich sagen. Aber irgendwie trifft er mich gerade nicht. Das ist ganz gut. Oh Gott. Was habe ich nur gemacht? Vor allem, der hat da die ganze Zeit so eine olle Gaswolke um sich rum, aber irgendwie. Ich wette, der ist noch nicht mal ansatzweise ausgenockt. Ich fühle mich gerade so verarscht. Ah, schade.
Dann lassen wir den Dillo Dillo sein. Es geht noch ein bisschen, weil wir können noch ordentlich skillen, glaube ich, ja. Und das machen wir in Movement Speed, weil wir da schnell hochrennen wollen. Und dann kriegen wir da hoffentlich Kristall weg, ohne zu sterben. Das wäre. Oh Junge, wir sind so viel schnell auf einmal. Ich fühle mich wie Speedy Gonzales. So, rennen wir hier hoch und. Alter, wir kommen da nie lebend raus. Ich sehe da schon so einen komischen Rex. Können wir hier irgendwo hochklettern? Ne, ich glaube fast nicht. Meint ihr, wir kommen da dran lang, ohne zu sterben? Ich meine, wir sind schnell. Oh Junge, was ist das überhaupt für ein Rex? Und warum habe ich. Nein, ich habe Hunger. Bären, ihr müsst das jetzt regeln. Okay, Rex ist noch nicht bei mir. Wir sind komplett in Sicherheit. So, wir hauen uns jetzt Bären rein. Das gibt ordentlich Durchfall, wenn man so viel Bären isst, aber es geht nicht anders, meine Freunde. So. Okay, wir rennen da einfach lang. Ha, hier habe ich gesehen. Nein, hallo, oder was? Okay, easy, 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 easy. Wir haben alles im Griff. Wir haben alles sowas von im Griff, Leute. Alles easy peasy. Oh, zum Glück. Ey, wofür ist das Geld? Ich bin so klug. Oh, hier ist noch irgendwo ein Drache oder sowas. Bitte nicht bei mir. Ah, juhai. Okay, wir müssen jetzt hier runter. Oh nein. Nein! Und der ist auch 580. Ah, der hat mich wahrscheinlich so oder so gekillt, aber. Oh nein, wir waren an der richtigen Stelle, aber wir waren zu hoch. Ich hatte nichts dabei, was mir irgendwie wertvoll war, glaube ich. Doch, meine Spitzhacke! Meine Spitzhacke war mir sehr wertvoll sogar. Oh Gott, wir müssen da wieder hin. Was ist das für eine erste Frage? Ich weiß jetzt schon, dass wir keinen Tame mehr schaffen. Das tut mir furchtbar leid. Wir schaffen keinen Tame. Aber ich brauche Kristall. Ich brauche sowas bei Gleis. Ich muss wissen, wie viel Tofu dieser. Obwohl wir hätten auch einfach einen Eternal Trike nehmen können. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, mit welchen Sachen man da noch betäubt. Weil ich dachte, Eternal hätte irgendwie Betäubungssachen gehabt, die man mit Narkobären craftet. Also Pfeile mit Narkobären. Aber ich habe die gerade nicht gefunden, als ich geguckt habe. Und wir laufen jetzt hier lang. Natürlich ist der Rex genau im Weg. Können wir vielleicht den Alu da irgendwie. Ne, wir können den nicht darunter jagen. Vielleicht ist er sogar von selber runtergegangen. Vielleicht ist er. Oh mein. Okay, was ist das für ein kranker Drache da oben? Das sieht nicht normal aus. Vielleicht sollte ich aber meine Augen lieber hier unten halten. Alter, guckt euch die Drachen an! Kommt der auf mich zu? Der kommt auf mich zu. Der hat einen Hut auf! Du bist ja ein Sleepy-Drache. Okay. Wir sind raus. Tschüss. Sag mir nicht, dass der Alu hier hingefallen ist. Das wäre ein bisschen tragisch. Okay. Okay. Wir werden so elendig verrecken, wenn wir da runterfallen. Aber sowas von. Nein. Nein, ich wusste es. Oh nein. Oh nein, so viel falscher. Oh, ich dachte, ich krieg die Kante noch. Wie komme ich denn da jetzt wieder hoch? Warum habe ich mir nicht einfach erst ein Petalodon gesehen, wie das jeder andere auch machen würde? Warum laufe ich da so lang? Da gibt es aber keinen sicheren Weg hin, oder? Oh, egal. Der ist bewusstlos. Wovon? Wovon ist der bewusstlos? Das ist mir egal. Wir nehmen den. 85er Blitz-Alu, erste Folge. Ohne was gemacht zu haben. Das ist der perfekte Start. Wir brauchen nur irgendwie Fleisch. Noch vernünftiges Fleisch eigentlich. Aber wir kriegen den vielleicht auch mit normalem Fleisch durch. Ich weiß es nicht. Aber mein Fleisch liegt da oben. Okay, jetzt sind wir in der Klemme. Jetzt sind wir richtig in der Klemme. Ah, ich würde sagen, ich mache kurz einen Cut. Ich quäle mich da oben noch ein paar Mal hoch. Versuche irgendwie an meine Sachen wiederzukommen. Hol der Kristall weg. Und dann zähmen wir uns den Alu irgendwie, hoffentlich, denke ich. Bis gleich. Ich bin wieder zurück. Und der Alu zähmt. Ich habe mir gerade Fleisch reingepackt. Ich weiß gar nicht, ob das reicht. Reicht das überhaupt? Das reicht, glaube ich, nicht mal. Oh mein Gott, der kriegt so wenig dazu. Aber der hat richtig viel Hunger verloren. Ich glaube, der hat mit irgendeinem Poison-Dino gekämpft. Vielleicht mit dem Poison-Trike oder sowas. Weil die Poison-Dinos machen ja die Nahrung runter von den Feinden. Alter, wir kriegen einfach gerade ein Alu geschenkt und ich habe meine Sachen wieder. Das habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich gerade oben, habe sogar ein bisschen Kristall noch mitgebracht. Hier ein bisschen Kristall. Also ist alles sehr gut gelaufen. Sogar im nächsten Versuch. Also
War alles easy peasy. So. Du wirst gerade so knapp. Oh mein Gott, das ist halt echt nicht schön. Wenn das jetzt nicht reicht. Ich weiß nicht, wie viel ich reingemacht habe. Ich glaube, das passt. Das, ja. Was wäre das bitte für ein Start in die Season mit einem Blitz-Alu, den wir geschenkt bekommen haben, der auch noch wahrscheinlich richtig gut ausnockt. Der tamt er aus, der tamt aus, oder? Kommt schon. Bitte. Bitte, wir haben doch kein Fleisch. Tun wir das nicht an. Komm schon. Ja, der tamt easy aus. Easy peasy. Oh mein Gott, wie. Das war auch so viel Glück. High Level und hat auch noch Nahrung verloren, weil er mit einem Poison gekämpft hat. Sonst hätten wir nie zähmen können, weil so lange hätten wir gar nicht warten können mit normalem Fleisch eigentlich. Guckt euch das an, Mann. Guckt euch das an. Das ist einfach nur ein Träumchen. Das ist ein richtiges Träumchen. Ich weiß nicht, ob ich dir mit sowas kämpfen lassen sollte, aber mit den Dillos und so auf jeden Fall. Weil, oh, was ist das für ein Raptor? Nein, der geht auf den los, oder? Nein, geht er nicht. Oh, zum Glück, okay. Wir wollen ihn nämlich jetzt gerade einfach nur retten. Wir wollen einfach nur überleben. Und das ist besser, hätte es eigentlich bisher nicht laufen können. Vielleicht können wir mit so einem Mega. Ach, ich weiß. Das sind die Gaia-Dios, da traue ich mich gerade nicht so ran. Hau mal dem Dillo eine runter. Ah, oh ne, hau dem Dillo eine runter. Wo bist du überhaupt? Was tust du da hinten? Du hängst hier im Bauch. Ja, ich weiß, dass ich gerade haue. Es tut mir leid. So. Hier, ich werde von Dillos verfolgt. Bitte kümmere dich darum. Hä? Warum geht mein Attack, mein Tagespfeifen nicht? Okay, jetzt. Easy. Easy. Guckt euch das an. So kann das laufen hier. Oh, was ein guter Start. Also, ich bin gerade so glücklich, ne? Ich hatte einfach nur heftigst Glück, aber. Ah, du bist so schön. Ich weiß, in so einem Saal können wir niemals machen. Aber das ist ein normaler Alu-Saal. Obwohl, es könnte sein, dass wir ihn vielleicht bald schon craften können. Das ist auf jeden Fall ein Smithy, ne? Hallo? Okay. Noch anscheinend nicht. Wir können doch mal ein Engram mal locker reinhauen. Obwohl, wir können auch mal so gucken. Hallo? Nein, Level 67 erst. Warum ist da Hallo? Und wir sind 61. Shit. Uns fehlt noch ein ganz bisschen. Aber bis zur nächsten Folge haben wir es dann auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, Leute, wir haben für die erste Folge heftig viel geschafft. Ich habe da nie mit gerechnet, dass wir so viel schaffen. Ich werde gleich noch ein paar Tore craften, glaube ich, und die hier so außen rumstellen, damit dem Alu nichts passiert. Ich hoffe, euch hat die erste Folge Eternal Gaia gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über die positiven Werte freuen. Dann sehen wir uns hoffentlich alle in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch allen noch einen ganz, ganz schönen Tag und tschüss!